Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Go Pikachu. Wir wollen, ich finde den Knopf mal wieder nicht, wir wollen in Bills Haus heute und das machen wir jetzt einfach mal. Denn ich glaube, der arme Kerl wartet schon auf uns. Hallo! Oh. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin natürlich kein Pokémon. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Was guckst du mich so an? Du glaubst mir kein Wort, was? Ich lüge aber nicht. Mir ist leider ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen von einem Pokémon zusammengewürfelt. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, klar. Okay, ich steige in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Genau, der PC da. Mach bloß keinen Fehler. Willkommen bei die Fliege. Ich zähle auf dich. Ja, dann geh doch mal da rein. Okay, ich steige in den Teleporter. Ja, dann mach doch, dann steig doch mal da rein. Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Hey, kannst du dich bitte ein bisschen beeilen? Ja, da muss erstmal reingehen. Du setzt das Zellteilungsprogramm des Teleporters in Gang. Puh, tausend Dank. Du hast echt was gut bei mir. Hey, was sehen meine Augen da? Du trägst in deinem Beutel ja eine Pokémon-Box mit dir rum. Wenn du zu viele Pokémon gefangen hast und deine Pokémon-Box voll ist, kannst du sie an Professor Eis schicken. Praktisch, was? Ach, habe ich schon längst gemacht. Ach, und noch was. Das hier ist für dich. Als Dankeschön für die Rettung eben. Bootsticket. Sehr schön. In Orania City liegt ein großes Kreuzfahrtschiff verankert. Die MSN. Ich habe zwar freundlicherweise eine Einladung zu einer Party an Bord gekriegt, aber das ist nichts für mich. Zu schnieke für meinen Geschmack. Das sind mehrere Tickets zum Abreißen, falls du noch jemanden mitbringen willst. Viel Spaß, ich habe aber keine Freunde. So, hast du mir noch was zu erzählen? Ja, sagt er immer wieder das Gleiche, okay. So, gucken wir mal, ob wir hier irgendwie was finden. In seinem Zuhause. Raiden wir das mal durch. Ich hätte mal ganz gerne gewusst, was dann mit seinem Körper passiert ist, als das Pokémon da drin war. Oder ich will es vielleicht gar nicht wissen, ich weiß es nicht. So, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt mal, ich glaube, hier geht's zurück, ne? Das ist einfach so der Shortcut zurück. La 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 la. Ja, wir laufen eigentlich nur Route 24. Ist da? Ja, das habe ich doch gewusst. So, Bisa Knosp, was hast du gefunden? Bisa Knosp, atmet den Duft des Grases ein. Du sollst mir Items finden und hier dich nicht voll dröhnen. Bisa Knosp scheint den wedelnden Schweif von Pikachu berühren zu wollen. Okay, wir gehen einfach mal weiter und lassen das so stehen. Ist hier was drin? Nee. Vielleicht muss das ein anderes Pokémon dann irgendwie raussuchen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück! Oh, jetzt können wir einen Shiggy kriegen. Shiggy! Ach, dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Dabei muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben! So, jetzt ist der Weg nach Orania City frei. So, wir gehen aber zuerst mal natürlich, wie könnte es anders sein, uns mal so ein bisschen aufheilen lassen. So, aber klar, einmal fitte Pokémon bitte. Das fände ich ganz großartig. Bin halt am Überlegen, ob wir bei Anton bleiben sollen oder ob wir Shiggy nehmen sollen. Andererseits ist es halt so, dass ich jetzt noch nicht die ganze Zeit mit einem Starter-Pokémon rumrennen will. Das fände ich irgendwie doof. Ich finde eigentlich mit dem Enthorn und wenn wir es dann im Endeffekt zu einem Enthorn kriegen, fände ich das eigentlich schon ganz cool.
Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Wir warten mal ab. Vor allen Dingen, wenn wir ja auch irgendwo dann vielleicht... oh, es hängt fest. Wenn wir dann vielleicht auch irgendwo mal Pokémon tauschen können, dass ich dann auch die von meinem Handy runterhole. Und da habe ich halt auch so ein, das eine oder andere Pokémon, was ganz gut ist. Also zumindest für die Verhältnisse, die ich ja habe. Ich laufe jetzt hier einfach nochmal gerade durch, um zu gucken, ob Bisasam hier auf irgendwas anspringt. Ich weiß, es ist ein Bisasam, aber für mich wird es immer Bisasam bleiben. So. Es reagiert jetzt zum Beispiel gar nicht auf den Brunnen. Also es hat wahrscheinlich doch was damit zu tun, was das für ein Pokémon ist, was man so mit sich führt. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich wollte was Hochwichtiges loswerden und ich habe es vergessen. Unfassbar. Ich weiß es nicht mehr, ist weg. So. Ach ja, Starter-Pokémon, Enter. Achso, ja, Handy. Ja, muss ich mal gucken, wo wir dann tauschen können. Pika? Pika. Ich lasse ihn selber reden. Sie, es ist ein Mädchen. Ach, da liegt eine Beere. So, wir reden mal mit den Leuten hier. Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man zum Beispiel Mankey oder Sandan die Attacke Schaufler beibringen kann. Werden wir später auch noch brauchen. So, kann ich den... Ich kann denen nichts klauen. Team Rocket war leider zu schnell. So, die Beere. Dieser Knosp zeigt Interesse an den Fußspuren am Boden. Okay. Aber die Beere kann ich leider nicht nehmen. Diese Halunken von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allem Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Okay. Ja, wie gesagt, das ist dann auch was wir später noch brauchen werden. Und was dann immer ganz toll natürlich ist, wenn man einen Mew als VM-Sklaven hat. Ey, du da! Du kannst doch nicht einfach so in anderer Leute Garten rumlatschen. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Das Outfit war so ein bisschen... Aber dass die Polizei ihn da noch nicht gefunden hat, das wundert mich. Ich habe einen Sprachfehler heute, ich sollte das sein lassen. So, Radikal. Radikal dürften wir eigentlich ganz gut mit Gift beikommen. So. Vergiften wir es mal, einfach weil wir es können. Superzahn ist natürlich übel. So, sehr schön. Dann haben wir nämlich noch so unseren kleinen Bonus mit dem Gift. Und dann hauen wir ihm den Rest über. Wenn wir es jetzt überleben. Ja, okay. Und Gift noch mit dabei und dann sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. So, wir wechseln das Pokémon aus. Ich nehme mal Enton rein, einfach wegen der Punkte. Weil mir sind die Punkte einfach unglaublich wichtig jetzt, dass ich die mal so ein bisschen hochkriege. So. Machen Aquaknarre. Ah, er ist natürlich wieder schneller. Oh, scheiße. Aber wir müssten ihn eigentlich dann haben, wenn jetzt das Gift wirkt. Sollte das Thema gewesen sein? Ja. Sehr schön. Jede Menge Erfahrungspunkte und ein tolles Level-Up für Enton. Das hat er sich selbst erkämpft. Der kleine Schatz. Angriff, eins hoch. Und alle erhalten Erfahrungspunkte und wir haben Team Rocket besiegt. Super, perfekt. So kann es sein. Ist ja schon gut, ich gebe die gestohlene TM zurück. Und wir haben Schaufler. Du verstaust das Item in der TM-Box. Tschö mit Ö. Okay. Geben wir die denen jetzt zurück? Sind wir so nett? Wir sind jetzt einfach mal so nett. So.
Oh, sag bloß, du bringst mir die gestohlene TM zurück. Vielen Dank. Aber weißt du was? Ich schenke sie dir. Ich habe beschlossen, meinem Dickler Schaufeler durch geduldiges Training beizubringen. Sehr schön. Das heißt, die TM gehört uns und wir können sie dann einem unserer Pokémon beibringen. Hauptsächlich Boden-Pokémon, wie gesagt. Müssen wir dann halt mal schauen. Nein, ich wollte da nicht runterspringen. Ah, oh, jetzt können wir wieder außen rumlaufen. Ist das doof. Also passiert das halt manchmal. So. Ich meine, ich glaube, egal wie wir uns entschieden hätten, ob wir die jetzt zurückgegeben hätten oder nicht, ich meine, im Endeffekt behalten wir sie so oder so. Aber ich wollte einfach nett sein. Mal einmal im Leben soll man nett sein. Oder wie heißt es? Jeden Tag... Ja, jeden Tag ist natürlich heftig. Nein, jeden Tag eine gute Tat. Und nett sein kostet nichts. Das habe ich mal irgendwo gelernt. So. Okay, hier brauchen wir wieder Zerschneider. Und dann können wir uns jetzt auf den Weg nach Urania City machen, glaube ich. Müsste sogar die nächste Stadt sein. Was haben wir denn hier? Tipps für Trainer. Wenn du während der Entwicklung den B-Knopf drückst, wird sie gestoppt. Wenn wir hier runtergehen, kommen wir, glaube ich, wenn das noch so ist wie damals auf dem Gameboy, zu einem Typen in einem Haus, der uns erzählt, also bei dem wir unsere Pokémon zum Entwickeln dalassen können. Wir machen das jetzt einfach mal. Können wir auch wieder was fangen, eigentlich? Aber irgendwie... Ich glaube, hier müssten Abras rumschwirren. Oh! Fukano! Gott, ist das süß! Okay, wir versuchen es mal ohne Hilfsmittel. Einfach fabelhaft. Also bitte. Das war doch wohl... Hat doch wohl voll hingehauen, oder nicht? Ticken zu hoch, egal. Es ist halt total schwer, sich zu entscheiden, was man eigentlich haben will. Also, Fukano ist halt auch schon ganz cool. Glumanda ist halt wirklich so der Standard, ne? Als Feuer-Pokémon. Es ist von Natur aus sehr zutraulich, doch wenn jemand in sein Revier eindringt, wird dieser wild angebellt. So. Wir lagern es mal in der Box und ich muss mal, ich überlege es mir, ich weiß es immer noch nicht. Mich immer noch nicht. Noch ein Fukano, so viele brauchen wir nicht. Hier waren früher mal Abras. 3 Superbälle. So, wie sieht es im Busch aus? Radfratzen sind's. So, bin mal gespannt, ob das noch genauso ist wie früher. Dass hier dieser Typ lebt, den wir in Pokémon geben können, damit er das entwickelt. Also trainiert. Hallo junge Dame, ich bin überall als der super Spezialopa bekannt. Du fragst dich sehr, warum das so ist, oder? Dieses Geheimnis kann ich nur außergewöhnlich guten Pokémon-Trainern verraten. Wie man zu einem außergewöhnlich guten Pokémon-Trainer wird? Na, indem man sich den Titel des Champs verdient. Willkommen in meiner Pokémon-Pension. Hier können Trainer ihre Pokémon in meine Obhut geben. Ich kümmere mich um sie und halte sie fit. Also, wie kann ich dir helfen? So, jetzt könnten wir hier ein Pokémon abgeben, wenn wir wollen und, machen wir aber jetzt nicht. Da steht ein Ditto rum, aber das ist wahrscheinlich nur ein Möbelstück. So, aber gut zu wissen, dass der immer noch da ist. An der gleichen Stelle. An der gleichen Stelle wie früher. Es ist alles wie früher. Ist das nicht schön? So, ah, da liegt noch ein Item rum. 3 Nanabären. Okay. Bevor ich da unten zu meinem Rivalen... Oh, das ist ein Pummeluff. Okay, wir müssen da nochmal hin. Definitiv. Weil ein Pummeluff haben wir noch nicht. Tauchst du auch mal auf, Pummeluff? Das ist ein Abra. Das ist jetzt nämlich die Schwierigkeit, ein Abra zu fangen, weil ein Abra kann man einen Ball werfen und dann ist es weg. Das heißt, der erste Ball muss sitzen. Und deswegen probieren wir das jetzt halt wirklich mit einer Himbeere. So, und dann nehmen wir den Superball aus dem Beutel. Und dann müssen wir treffen. Das ist jetzt... Nein, okay. Ach, zielen. Alter! Das ist jetzt die Frage, ob wir ihn jetzt haben. Ja, sehr schön. Wir haben einen Abra. War früher Standard in meinem Team. Also ich habe früher immer einen Abra dabei gehabt. Aber
Ich weiß es nicht. Oh, Donnerblitz. Ja, bitte. Ich nehme dieser Britzelturbo, den haben wir eigentlich nie benutzt. Ich mach's nochmal. Mit hoher Erstschlag- und Volltrefferquote 50, 100 und du 90. Okay, dann vergessen wir den Britzelturbo. Schwupp! Britzelturbo vergessen und Donnerblitz erlernt. So, Donnerblitz, Donnershock, damit sind wir, glaube ich, ganz gut ausgestattet, was Pikachu angeht. Und wir haben Abra. Dieses Pokémon schläft 18 Stunden am Tag. Bei Gefahr teleportiert es sich in Sicherheit, ohne dabei aufzuwachen. Deswegen, man kann es halt, man muss es mit dem ersten Ball gefangen haben. Ansonsten haut's ab. So, jetzt hätte ich aber eigentlich noch gerne das, das Pummeluff, was hier eben noch rumlief. Müssen wir wahrscheinlich doch nochmal hoch und den ganzen Weg nochmal laufen. Weil das Pummeluff will ich haben. Ich übernehme keine Arztkosten, wollte ich nur sagen. Da ist es! Pummeluff! Es gehört mir! Hallo, Pummeluff! Ein wildes Pummeluff erscheint. Das müssten wir eigentlich so mit dem Ball kriegen. Ach Mist, hör auf dich zu wehren. Okay, komischer Wurf. Ach. Bleib drin. Nein! Ich hab gesagt, bleib drin. Warum hörst du denn nicht auf mich? Ich werde dein liebevoller Trainer sein, der dich nur haben will um des Habens willen. Und nicht, weil er gut zu dir sein möchte. Alter! So, jetzt aber. Ach, sehr schön. Pummeluff wurde gefangen. Großartig. So. Werden wir nicht benutzen, ich will es einfach nur haben. Für Pummeluff wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Es betört Gegner mit seinen Kulleraugen und singt ihnen dann ein mysteriöses, wohlklingendes Lied vor, das sie in den Schlaf lullt. Du hast Pummeluff in deiner Pokémon-Box gelagert. So, okay, ich glaube, dann haben wir die ganzen Außergewöhnlichkeiten dieses Areals haben wir dann. Ich gucke jetzt aber trotzdem hier erst. Ja, siehste. Es nutzt doch was, sich ein bisschen umzuschauen. Äther. So, einmal hier. Und dann käme als nächstes eigentlich der Kampf gegen Daniel hier unten. Wir gehen jetzt erst nochmal hier rein, weil hier müsste es jetzt eigentlich heißen, dass wir hier nicht durchkommen. Wenn ich meine Arbeit doch nur nicht immer so ernst nehmen würde. Ich habe solch einen Durst, aber ich kann hier nicht weg. Oh, jetzt eine Tasse Tee, das wär's. Halt! Hier darf im Moment niemand durch. Okay, ja, deswegen. Also wenn wir dem jetzt Tee bringen, im alten Spiel war es, glaube ich, Limo oder sowas, dann dürfen wir auch da durch. Aber solange müssen wir halt den anderen Weg nehmen. Und eigentlich wollte ich noch nicht. Oh, hey, Gilwin! Ich wollte noch gar nicht. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Na gut. Da kommt man anscheinend nicht durch. Aber wir können stattdessen die Unterführung nehmen, um nach Orania City zu kommen. Da drin ist es bloß ein klitzekleines bisschen dunkel. Huch! Halt mal kurz still. Fummel nicht an mir rum, geh weg! Dein Haar hat so geglitzert. Guck mal, das hatte sich darin verfangen. Du erhältst einen Beleber. Was macht der in meinen Haaren? Du verstaust das Item in der Medizintasche. Mit einem Beleber kannst du ein besiegtes Pokémon wieder kampfbereit machen. Wow, danke. Das sagt er mir nach wie vielen Spielstunden? Ich habe auch einige Exemplare davon dabei. Die hast du auch nötig. Hier, ich gebe dir noch welche ab. Du erhältst 2 Beleber von Daniel. Die anderen 100 behält er selbst. Du verstaust sie in der Medizintasche. Wer weiß, vielleicht helfen sie dir ja in der nächsten Arena aus der Patsche. Oh, sind das etwa Bootstickets, die du da hast? Ja, nimm ruhig eins oder ja, für dich ist auch eins da. Warum werden wir hier gezwungen, freundlich zu sein? Ja, für dich ist auch eins da. Echt? Toll, danke. Wow, jetzt sehe ich erst, dass das Tickets für die MSN sind. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff, das um die ganze Welt schippert. Und jetzt habe ich die Gelegenheit, selbst an Bord zu gehen. Ein Traum wird wahr. Du gibst Daniel ein Bootsticket.
Und du bist auch wirklich sicher, dass du dieses Ticket nicht brauchst? Bei mir ist es auf jeden Fall in guten Händen. Ich werde es nicht verfallen lassen, versprochen. Das ist mir so egal. Aber sag mal, wo hast du diese Tickets überhaupt her? Im Ernst, du hast sie von diesem sprechenden Pokémon bekommen? Ach, verstehe, das war in Wirklichkeit also ein Mensch. Mann, ist mir das peinlich. Lass uns diese Geschichte bitte schnell vergessen. Also gut, ich gehe schon mal vor. Bis dann. Cool, wir müssen gar nicht kämpfen. Das finde ich ganz gut, weil ich hatte jetzt keine Lust mehr zu kämpfen. So, finden wir hier noch ein Item, dieser Samchen? Wahrscheinlich nicht. Okay, dann machen wir jetzt hier Pause. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir dann durch die Unterführung gehen in Richtung Orania City. Da gibt es auch eine Arena, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche. Ich glaube die Blitzarena, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Wir werden sehen. Bis dann, macht's gut, ich wünsche euch was und ciao, ciao.